So, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder da. Und natürlich ein herzlich willkommen an die lieben YouTube-Zuschauer. Willkommen zu einer neuen Runde Stationeers. Ja, wir haben beim letzten Mal hier den Tiefenbohrer gebaut. Sehr cooles Teil, bin ich immer noch sehr, sehr überrascht und positiv überrascht davon. Also es ist ein ganz cooles Teil. Ich glaube, das wird tatsächlich für mich noch ein sehr spannendes Gerät. So, dann Gaming Hamster. Hallo, schön, dass du da bist. Dann Jonas, Kerstin, Salty. Was lief für ein Clip? Erzähl mal einen kurz. Ich weiß gerade nicht, worum es geht. Und dann hallo Amok. Ich grüße dich. Einen schönen guten Abend dir. Ich vermute mal, du bist auch am Station hier spielen. So, ja, ihr Lieben. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich würde jetzt gerne mal das andere Teil bauen, das ich noch nicht kenne, dieses horizontale Moped da. Und da bin ich auch sehr gespannt, wobei ich auch die Vermutung habe, dass das Ding halt genau das macht, was das andere Teil macht, nur in horizontal. Jein, ich versuche zu lernen. Oh, wie weit bist du denn? Erzähl mal gerne. Also hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Cracks hier. So, wir bauen mal das Horizontale. YouTube! DST fast gestorben, du hast aus Aua gesagt und gestern so, Conny, was machst du? Ich weiß gerade nicht, was das für ein Clip ist. Da fällt mir leid, ich muss mal längst wieder über die Clips drüber gucken. Ich habe Solarstrom und ein paar so Drucker für Items, Schmelze und so weiter, das war's. Ah, cool. Also noch relativ frisch. Ja, dann wirst du unter anderem mit Sicherheit hier doch ziemlich gespoilert werden. Ich glaube, das lässt sich leider nicht vermeiden. Aber wenn du Fragen hast, kannst du gerne fragen. Also hier gibt es genug Leute, die bestimmt helfen können. Ich war da eher besorgt, Jonas, der DSK mit Viechern, die dich angegriffen haben. Ja, das beschreibt es ungefähr gar nicht, Jonas. Das ist ungefähr, Wölkchen, das ist ungefähr schon 80 Millionen Mal passiert. So, Bergbau horizontal. Das ist halt einfach mit Sicherheit das gleiche Ding in horizontal. Gut, wir bauen das Ding mal dahin. Wie würde ich die Dinger hier aufbauen? Auf Dauer gesehen. Wahrscheinlich eher so nebeneinander, weil dann kann ich die Schiene hier da quasi dran vorbei da lang führen und zusammenführen. Also einfach nur in die Richtung wäre wahrscheinlich das Sinnigste. Platztechnisch könnte es sogar sein, dass es ganz gut hier hinhaut. Ja, ja. Warum nicht? Es ist jetzt gerade kein Tag, sonst könnte ich mal gucken, ob es irgendwie sinnvoller wäre, das woanders hinzuballern. Man sieht jetzt halt gerade nicht so viel, ne? Gut, aber jetzt mal zum Ausprobieren für den Horizontalen. Können wir ja mal einfach so in die Richtung. Ich weiß noch nicht, wie wir das bauen. Da, wo du dich Millionen Mörms angegriffen haben im Adventure-Mode. Oh, der war auch böse, der war auch böse. Für genaue Beschreibung habe ich halt so wenig Ahnung von DST. Könnte auch daran liegen, dass ich die Let's Plays nicht geschaut habe. Was? Das musst du aber noch nachholen. Also wenn man DST mag, dann sind das, glaube ich, ganz schöne Let's Plays gewesen. Okay. Ich. Ich habe ein leichtes Problem zu erkennen, in welche Richtung der denn jetzt hier ballert. Weil das sind ja die Ausgänge für. Die Pfeile da sind ja die Ausgänge fürs Erz. Komm, wir ballern den jetzt so hin. Gucken mal, was passiert. Okay, da haben wir schon mal so eine coole Raupe. Interesting. Was brauchst du denn so Schönes? Dekonstruieren. Nee, das ist schon mal falsch. Elektronische Teile in der rechten Hand. Gut, das kriegen wir hin. Und dann, was? Ah. Eisenbleche in der rechten Hand. Stahlbleche in der rechten Hand. Reicht nicht.
So. Ist klar. Ist klar, alles klar. Wofür hat er eigentlich schon wieder zwei Knöpfe? Das ist. Besten unterirdisch den Oger setzen. Oberirdisch macht nicht viel Sinn. Nee, habe ich mir schon gedacht. Oder am Berg. Fahrtrichtung entlang der Linie. Da kommt erstmal das Trine-Let's Play, bevor ich DST schaue. Ich mach das, vertraue mir. Oh Gott. Gut, dass ich Safti vertraut habe. Ich wusste nicht, dass es. Also, die Trine-Let's Plays kann man sich auf jeden Fall auch angucken. Vorsicht. Vorsicht. Also wirklich mit Vorsicht genießen. Es gibt da gewisse Nebenwirkungen. Unter anderem langanhaltende Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, ob es langfristige Folgeschäden davon gibt. Also, das Spiel hat bei mir was angestellt. So viel kann ich schon sagen. Aber ich weiß nicht, ob das auch für Zuschauer gilt. Der ist sehr cool gewesen. Leider war der letzte Teil echt Müll. Also, da bin ich auch froh, dass wir ihn abgebrochen haben. Der war richtig scheiße. Ja, vorher tschüss zu deiner Lachmuskulatur. Ja, genau. So. Komm, wir schalten das Ding jetzt ein und gucken, was passiert, ne? Aktivieren. Hau mal raus. Okay, Kollege Bratwurst ist voll der Müll. Okay, jetzt habe ich verstanden, wie du das meintest. Roger. Oh, wow. Okay, aber das ist ja genau das Gleiche. Also das. Wir gucken uns das Ding gleich an, ja, aber ich. Das macht halt genauso wenig Sinn wie das andere Teil, ne? Es ist halt horizontal. X Metern Länge abbaut. Was heißt denn X Metern? Wenn er voll ist, geht das zu Bart entleeren, bevor er wieder graben kann. Wenn es auf leeren Raum stößt, kehrt es ebenfalls zu Bart. Das ist halt auch voll Müll. So, dann fährt er vor ein Loch und dann macht er nicht weiter. Ja, ich weiß halt nicht, was X Meter bedeutet, ne? Und was mich halt stört, ist, dass der dann irgendwann. Mein Gott, Bernie ist aber heute so richtig. Also, weiß ich nicht. Bernie ist heute richtig negativ. Für den ist alles Müll. So alles. Was ist da los, Bernie? Heute einen schlechten Tag oder so? Was habt ihr mit dem angestellt, Leute? Habt ihr den geärgert heute? Was ist da los? Ich kenne das gar nicht, dass Bernie so komplett negativ eingestellt ist. So also ein bisschen ist ja, ne? Bernie halt, ne? Aber. So. Tja, warum nicht einfach das hier nutzen, ne? Ciao. Ciao. Bin ein Idiot. Ich habe ja hier schon so ein Loch. Seine Basis hat vielleicht vor. Ich wusste es. Irgendwas ist im Busch. Ich wusste es. Ich wusste es. X, solange du willst. Okay, dann setze ich den aber mal eine ganze Ecke tiefer, weil dann habe ich nicht die ganzen Löcher hier vor den Füßen. So. Jetzt muss ich den nur noch richtig anordnen, schon mal. Das ist der falsche. Ich habe mich gedreht. Verdammt. Komm, die Tiefe soll wohl reichen. So. Schauen wir uns das Spielchen doch mal an hier, ey.
Das wird lustig. Meckere eher selten, außer wenn es berechtigt ist. Ich weiß nicht, Bernie. Also, es ist schon seltsam, dass du heute so komisch bist. Also, glaube es nicht wirklich wohl anders dran. Aber ja, ist verständlich. Wenn die Base in die Luft fliegt, ist halt kacke, ne? Hat das gemacht? Hat das für einen Blödsinn angestellt? Erzähl mal. So, wie komme ich jetzt an die Anschlüsse? Ja, das geht aber. So. Dann will ich hier auch noch ein bisschen frei buddeln, damit ich sehe, was der da tut. Und ich zur Not kontrollieren kann, was da Phase ist. So. Dann, ich baue mal hier auf jeden Fall einen Rahmen hin. Ich finde das immer schöner, wenn es hier irgendwie auch, ne, gerahmt ist. Und dann bauen wir auf jeden Fall gleich ein Fenster nach oben. Ein Kabelschacht. Einfach nur in eine Weltgeschichte rumhängen, finde ich ja ein bisschen... Naja. So. Eisenplatten. So. Brauchen wir noch Fenster. Conny, guck mal eine Nachricht im Discord oder was? Dann mache ich das später. Jetzt gerade nicht so. So, das haben wir. Dann schauen wir mal. Nee, Twitch Chat. Warte, was? Ja, der. Seine Base hat Feuer gefangen, ja. Nur eine Vermutung. Ich weiß jetzt nicht. Meine private Base ist nicht in die Luft geflogen, zumindest bisher nicht. Kann, wird aber bestimmt passieren. Okay. Ja, ich habe auch immer gedacht, das passiert mir nicht, ne? Also, nee, stopp, falsch. Ich habe nicht gedacht, dass es nicht passiert, sondern... Ich war immer froh, dass es nicht passiert ist. Und bin immer davon ausgegangen, dass es noch passieren wird. So. Ich glaube, das war eine ziemlich realistische Einschätzung. Und letztes Mal ist es ja dann auch passiert. Hallo? Was weg? So. Stört mich jetzt gerade auf jeden Fall, dass hier das dicke Kabel lang geht. Ist ein bisschen blöd. Sehr blöd. Okay. Gucken wir mal, wie wir das jetzt lösen. Oder ich mache an der Seite auch noch Fenster hin. Komm. Weil Fenster ja nicht so ganz richtig ist, ne? Nee, ich wollte doch keinen Rahmen. Ich wollte Wände bauen. So. Dann habe ich direkt wieder Platz für Automatisierung. So, Strömkabel. Nummer uno. Mir fehlt tatsächlich so ein bisschen dieses Feature, einfach Kabel zu ziehen. Das würde so viel besser sein. Ihr vermisst es auch. Oder bin ich der Einzige, der es vermisst? So ein bisschen Uni-Vibes wäre noch ganz nett. So einfach langziehen. Ja, einfach ziehen und dann fertig bauen.
Ja, okay. Danke für nichts. Sehe ich halt keine Kabel. Gut. Strom müssen wir dran haben. Sag mal, was du kannst. Ich hoffe, jetzt habe ich dir nicht zu viel da vorne weggenommen. Muss ich da noch drauf drücken? Warum? Okay, er fährt. Die Frage ist ja auch, wie viel kann der denn wohl aufnehmen? Ah, wie nennen wir ihn? Er kann fahren, er braucht einen Namen. Vorschläge? Wie wär's mit Thorsten? Ogre? Oder wir brauchen einen Namen für einen Ogre. Kannst du nicht programmieren? Doch, mit Sicherheit kann ich den programmieren, Amok. Aber was willst du daran gerade programmieren? Er fährt und sammelt alles in seinem Weg ein. Kann man, Conny traut sich nicht. Hermann der Tunnelhamster. Wie kommst du denn da drauf? Wie kommst du denn auf Hermann der Tunnelhamster? Ogr, nicht Ogar. Wenn, dann würde es Oger heißen. Aber okay, Bernie. Hermann? Ich finde, Hermann ist immer so ein seltsamer Name gewesen. Ich bin auch sehr gespannt, steht das dabei, wie viel das Ding eigentlich fassen kann? Nö, ne? Bergbau, Rücklauf, Ablagern des Erz. Hä? Komm, wenn du schon klug scheißen willst, Bernie, dann musst du auch richtig klug scheißen. Das ist auch nicht der Test. Irgendwie ist mir heute suspekt, was der Bernie hier so macht heute. Weiß auch nicht. Ist irgendwie nicht gut drauf. Einen hat man, ne? Und Jonas, ganz ehrlich, es hat nichts mit Trauen zu tun. Ich habe da einfach keine Lust drauf. Ich hatte heute schon in der Schule wieder programmieren, ne? Und ich bin da echt ein riesen Fan von. Nicht? Und ich bin eigentlich gerade ganz froh, dass ich den Scheiß nicht machen muss. Auch wenn es natürlich jetzt was anderes ist, als wenn man richtig programmiert. Aber im Moment bin ich froh, wenn ich es einfach nicht machen muss. Zumal es mit Sicherheit einfach unfassbar viel Zeit verschlingen wird. Dann wirst du das Programmieren diesen Game lieben. Ja, es kann schon sein. Ich weiß es nicht. Werden wir dann sehen. Den Computer müssen wir ja sowieso jetzt demnächst bauen für das Sortieren. Da kommen wir ja nicht drum herum. Es gab halbe Wände, oder? Ich habe einfach ein bisschen Schiss, dass ich hier immer runterfalle. Oder, oh, ich könnte natürlich, Leitern wurden mir gesagt, Leitern sind böse. Das ist schon nicht so wenig. Wir können ja schon mal ein bisschen was einfach in die Zentrifuge schmeißen. Seid ihr sicher, dass die normale Zentrifuge da nicht gegen ankommt? Ich hätte jetzt irgendwie vom Gefühl her gesagt, die schafft das. Aber gut, das wisst ihr natürlich besser als ich, aber
Ich gehe davon aus, dass das Ding halt keine flüchtigen Stoffe hat. Was mich halt sehr interessieren würde, wäre auf jeden Fall auch... Ist sie schon wieder da? Nee. Alter! Hermann! Kommst du nochmal zurück? Ja, wäre halt sehr interessant zu wissen, wie weit das Ding fährt, ne? Ah, er fährt zurück. Er ist wohl voll. Okay, kann ich das auslesen? Oder er ist halt irgendwo vorgefahren. Watt nutzt er. Mode 2. Mode 2 heißt bestimmt voll. Weil Error ist auf 0, also gehe ich davon aus, dass er voll ist und nicht gegen irgendwas gegengefahren ist. Das wäre ein blöder Sturz geworden. Okay. Ja gut. Ist ja auch erstmal Wurst. Die Zentrifuge das schafft oder nicht. Guck nach, was Mode 2 ist. Ja, wollte ich jetzt. Ich war nur am Fliegen. So, Hermann. Mode 2. Mode. Intisha-Wert für den Modus des Geräts. Verschiedene Geräte. Ja, danke. Modus, Mode 0 und Mode 1. Und was mit Mode 2? Okay, bin ich jetzt zu blöd, das zu finden? Ach so, da, Modes. Ah, Mode 2, Rücklauf. Cool. Cool. Problem an der ganzen Geschichte ist gerade, ich würde aktuell ja nicht mitkriegen, wenn der in einen Fehler läuft. Das heißt... Oh, da fällt mir gerade ein, ich habe gar keine Möglichkeit, den zu entladen. Ich brauche Schächte. Schächte. Okay, das horizontale Moped ist eigentlich bisher ganz cool. Ich weiß nicht, warum Bernie den so kacke findet. Bisher finde ich den eigentlich ganz witzig. Die Frage ist halt, wie oft fährt der halt vor ein Loch, ne? Ja, ich meine, ja, er verbuddelt immer weiter geradeaus. Ja, Amok. Was man halt bedenken muss, er wird halt immer länger brauchen, ne? Also er wird halt immer länger brauchen, bis er wieder da ist. Ewig lange. Und es wird wahrscheinlich ab einer gewissen Zeit sich wahrscheinlich nicht mehr lohnen, den laufen zu lassen. Weil er ungefähr ewig braucht, um wiederzukommen. Also das ist, ja, das ist natürlich ein Problem. Deswegen sehe ich eigentlich gerade auch eher so tatsächlich den Tiefenbohrer als das Sinnigste von den dreien. Ich meine, der ist jetzt vielleicht mal ganz cool so, um den mal zu nutzen. Programmieren x Meter mal als Max. Ja. Ja, natürlich. Kannst du machen, Zuckerböckchen. Aber da hast du das gleiche Problem wie mit dem... Wie mit den anderen, ne? Dass ich es halt einfach immer wieder umsetzen muss. Ein paar nebeneinander legt schon viel ab, bis man den Tiefenbohrer mit dem Setter aufgebaut hat. Meinung. Nee, kann ich schon verstehen, Roger. Ja, klar. Also, wenn davon mehrere baust, ja... Ich meine, die normalen, die sind ja begrenzt von der Höhe. Ne? Das heißt, da kriegt man ja irgendwann nichts mehr. Die werden halt, es dauert halt irgendwann nur noch länger. So, und das ist jetzt nicht so das Problem. Aber es kommt ja wenigstens noch was anderes. Ja, eigentlich echt cool. Und das, was Roger sagt, ist auch ein Punkt, bis man... die anderen Bohrer tatsächlich dann soweit hat. Oder hier diese komischen kleinen Roboter-Mopeds, die man programmieren muss. Ist das vielleicht eine ganz nette Übergangslösung. Erstmal. Oder man nutzt sie halt zusammen. Keine Ahnung.
Nein, geht nicht. Nee, hätte ich jetzt auch erwartet, dass das nicht geht. Tja, was mache ich jetzt damit? Erstmal würde ich es, glaube ich, auch einfach da reinleiten. Die Frage ist halt, wird es direkt passend gesteckt? Der wird ja jetzt, was weiß ich, wie viele unterschiedliche Erze, hoffentlich. Ich hoffe, dass er nicht nur einfach einen Slot hat und wenn das voll ist, dass er es dann nicht mehr nutzen kann. Das wäre halt richtiger Kack. Das sind jetzt nur 10 Stück gewesen. Na komm, dann lauf mal weiter. Das werden wir jetzt mal rausfinden, was der da überhaupt geladen hat. Also ich glaube, hier kann ich so runterspringen. Ja. So. Der ist jetzt full. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier vorhin noch nicht lag. Hat er jetzt einfach entladen und. Ne, hier liegt nichts. Ah, da ist der Sauerstoff gerade flöten gegangen. Das wäre tatsächlich sehr interessant. Oh, wie kriege ich denn jetzt raus, was da drin ist? Ich kann den einfach mal eben entladen lassen. Komm. Stopp, das war falsch. Das eigentlich so doof an der Seite. So hätte ich es gerne. Das ist die Höhe. Sieht irgendwie falsch aus. So. Ich will jetzt natürlich gleich alles in das Loch ballern, aber dann ist das so. Hier jetzt auch ein Auswurf. Jetzt tacht. Hat der jetzt nur das bisschen Sauerstoff daraus geballert und das war's, oder was? Aber das wären schon mal zwei Erkenntnisse. Und wieder starten war wohl nur. Ah, okay. Vermutlich geschmolzen. Aber das ist eine coole Erkenntnis. Das bedeutet nämlich auch, dass der flüchtige Stoffe rausschmeißt. Und das wiederum ist echt cool. Weil das wird der andere nämlich nicht machen. Das wird der andere nicht machen. Die Frage ist, was mache ich damit? Ja, wenn vor dem Ogre nichts zu finden ist, ist das Ding beinahe nutzlos. Sag mal, Bernie! Bring deinen Drucker auf. Danke. Hallo! Ich glaube, ich habe kein Eisen mehr. Das sind zum Glück Schächte.
glaube, davon werde ich in nächster Zeit genug brauchen. Hey, das stellt mich vor eine kleine Herausforderung, weil damit habe ich jetzt nicht gerechnet und damit ich die lagern könnte, müsste ich. Tja, was müsste ich machen? Ist gar nicht so einfach. Weil die Dinger ja im nur bei Nacht bleiben die flüchtigen Stoffe in den Schächten fest? Wahrscheinlich nicht, ne? Die verflüchtigen sich auch in den Schächten. In Schächten und zensiert Gases aus. Doof. Was mich auch stört, ist, dass der hier gerade einfach mal jetzt darauf gewartet hat, dass ich wieder andrücke. Das ist ja auch voll der Quatsch. Also da muss man auf jeden Fall einen Batchwriter drauf ballern. Weiß nicht, ob du zensiert schon kennst. Also zensiert kenne ich. Ich weiß nur nicht, was ob ich das Ding kenne, was du damit meinst. Ironie und Sarkasmus sind eigentlich mein Job, aber du darfst mich heute mal vertreten. Lieber nicht Eis in Schächten haben, ja. Mein großes Problem ist, ich würde es halt gerne auffangen. Oder halt direkt verarbeiten, wäre auch okay. Großes Problem ist, ich müsste es halt sortieren. Das ist mein großes Problem gerade. Kalt, ja, das ist mir schon alles klar. Mein großes Problem ist, ich müsste es halt erst sortieren, weil und kein Licht, genau. Ja gut, Licht wäre jetzt da unten wahrscheinlich nicht so ein Problem. Das könnte ich wohl irgendwie hinkriegen. Vakuum ist halt das, was ich brauche. Und das würde bedeuten, entweder baue ich mir eine Schleuse nach da unten. Aber da muss ich alles einhausen. Da unten. Also zumindest die Ausgaben, ne? Und dann müsste ich das da einfach. Nee, dann müsste ich das ja vor allen Dingen auch da einfach reinschmeißen. Das ist auch alles irgendwie Käse. Ganz viel Käse. Was tue ich jetzt? Ich müsste halt eigentlich die Sortierung bauen. Eigentlich müsste ich das bauen. Aber ich könnte natürlich auch einfach schon mal mehr von den Mopeds hier bauen, von den Hermanns. Können wir ein anderes Wort als Hermann nehmen? Ich kenne jemanden, den ich gar nicht so gerne mag und der heißt Hermann mit Nachnamen. Oder Hermanns. haben wir noch einen anderen Namen für ihn? Oh, er fährt zurück. Müsste halt auch eigentlich irgendwie, also zwei Sachen müsste ich auf jeden Fall wissen. Nummer eins, wenn einer von denen auf Störung ist, muss ich das wissen. Weil da muss ich gucken, warum. Nummer zwei. Der kleine Maulwurf. Würfi. Würfi? Diese Würfi. Zweitens müsste ich halt eine Automatisierung haben, dass das Ding direkt wieder losfährt. Das ist ja voll Quatsch, dass er das nicht tut. Vielen Dank für deinen Follow, Amok. Vielen lieben Dank. Also die zwei Sachen muss ich auf jeden Fall machen. Ich muss auslesen, ob einer auf Störung ist, dann muss ich gucken, warum. Wobei das jetzt noch nie aufgetreten ist, ne? Ich möchte mehr von denen bauen. So 10 oder so. So, und wenn die jetzt nur Eis herausschlören und das dann erstmal verpustet, gut, kann ich jetzt nicht ändern, ist halt blöd, aber ist dann halt so. Läuft das Ding eigentlich noch? Ja. Hat das Ding eigentlich auch eine Maximalgrenze?
Oder kann ich das für. Kann ich das in unendlich vollballern? Export Count, Import Count. Sieht nicht so aus, als wenn es einen Füllstand hat. Okay. Ich brauche mehr von den. Schau mal bitte, ob am Ende eine Blase ist von der Strecke. Eigentlich macht der selber weiter. Aber hätte der da nicht irgendwie einen Error anhaben müssen? Der Meiner Rainer. Nee, weiß nicht, gefällt mir auch nicht so. Der Meiner Rainer. Ich glaube, der ist fertig gewesen. Letztes Jahr auf. Nee. Also, das sieht alles gut aus. Denk dir doch selber einen Namen aus. Ja. Haben wir jemanden, der viel buddelt oder so und einen Namen hat? Okay. Warten wir mal ab, was da jetzt passiert. Wie lange braucht er denn noch? Nicht mehr so ewig lange. Einem musst du den immer wieder neu triggern. Das ist ja voll blöd. Na gut, dann kann ich aber. Ich hoffe, dass man das automatisieren kann. Das wäre sonst richtig blöd. Buddelbert? Buddelbert hört sich cool an. Buddelbert, der. 60 Gramm Stahl. Ja, das. Ja, vielleicht ist das unsere Grenze. Will habe ich, glaube ich, nicht. Bert! Komm her, der Buddelbert. Zeig mal, was spuckst du aus? Ach, komische Geräusche. Was passiert da? Mod 1, 2, Mod 1, 2. Ist mit ihm! Bergbau, Rücklauf. Bergbau, Rücklauf. Okay, Buddelbert ist kaputt. Der ist wohl etwas verwirrt, ich glaube auch. Okay, Buddelbert ist einfach lost. Und Fratze. War das jetzt? Eisen. Rahm. Ja, ist okay. Warte, ich baue dir was dahin. Warte. Jetzt beruhige dich doch mal. Ich baue dir doch jetzt was dahin. Okay, Buddelbert hat einen an der Klatsche. Okay, Buddelbert hat voll an der Klatsche. Ja, wie schmeiße ich das jetzt raus? Das müsste doch eigentlich automatisch rauskommen. Was ist denn jetzt passiert? Wo ist mein Loot?
Der Buddelbär verarscht mich. Er hat nichts zurückgebracht, sonst wäre längst was gekommen. Bei mir hat er sowas nicht gemacht. Oh Mann, ich werde immer verarscht von dem Spiel. Oh Buddelbär, du bist Kacke. Ich hasse dich. Wir bauen neue Buddelbärs, vielleicht sind die cooler. Hallo, Armee von Buddelbärs. So, ich kann hier auf jeden Fall schon mal Schund entsorgen. Zum Beispiel den da. Hä, das. Nee, das sind die richtigen. Die nicht entsorgen. Den da. Weg damit. Mir hat er sowas nicht gemacht, hat den aber auch selbst gesteuert. Warum sollte. Egal. Rüstis. Die er braucht. Könnt ihr mir mal so eine. Nee. Vergesst es. Auch wenn ihr nicht wisst, was ich fragen wollte. Könnt ihr mal raten, was ich fragen wollte. So. Also. Die können hier weg. Wie viele Zentrifugen. Nee, 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 nee. Das wollte ich nicht fragen. Was hat da was mit den Zentrifugen zu tun, ja? So, das lasse ich da. Und dann baue ich vielleicht einfach eine horizontale Kabelführung hier irgendwie rein oder so. Weiß ich nicht. Oder auf dem. Nee, ich kann auf dem Boden lang. Oder? Ich kann auf dem Boden lang. So. Dann bauen wir doch mal jede Menge Bärns. Und vielleicht auch ein paar Ernies. Da habe ich jetzt 4. Sieht doch schon ganz nett aus. So. Bernds und Ernies. So. 5 Stück sind ja auch erstmal okay. Buddelbert, Buddelbert 2, Buddelbert 3, Buddelbert 4 und Buddelbert 5. Ob die andere Zentrifuge sich lohnt? Nee. Grundsätzlich alles, wo es eine zweite Stufe gibt und vor allen Dingen alles, was dann mit Gas läuft, lohnt sich sowieso. Also das, die Frage ist nicht, wäre nicht gewesen, ob es sich lohnt, sondern wie viel mehr es sich lohnt. Oder wie viel effektiver die ist. Aber ich möchte die Frage nicht beantwortet haben. Wieso kann ich hier nicht wegbuddeln? Na komm, ist egal. Ist jetzt so. Ist für immer jetzt schön. Oder auch nicht. Sehe ich sowieso nachher nicht mehr. So, ich brauche noch mehr Rahmen. Ja, das war's. Mehr habe ich nicht. Cool. Ich muss da auch noch weggucken. So. Schön.
schön alles wegbuddeln. Viel mehr. Ich filme mit dem Namen Ernie einen bestimmten Twitch-Zuschauer. Und als du Ernie gesagt hast, fragte man hier so, woher kennt Conny Ernie? Der ist jedoch in einer ganz anderen Bubble unterwegs. Ja, vielleicht kenne ich den ja trotzdem. Weiß man's? Nee, weiß man nicht. So. Was brauchte ich jetzt für die noch? Ich glaube, jede Menge elektronische Teile, ne? Ach, mal das falsche Ding in der Hand nehmen. Also ein elektronisches Teil, okay. Ja, nochmal einen Stapler. Wieder da? Nö. Ich glaube, dieses Loch hier muss ich auch nochmal ein bisschen entschärfen. Es hat sehr viel Runterfallpotenzial. Und ich mag Runterfallpotenzial nicht so. Ich weiß nicht, wie jeder so zusteht, aber ich mag Runterfallpotenzial nicht so. Dafür einen Werkzeugprinter? Wofür? Die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Um Löcher zu bearbeiten. Was will es von mir? Den Geländemanipulator. Ist es dies? Bestimmt. Gold und Kupfer. Ja, okay. Kann man machen. Machen wir nicht heute. Oder, naja, gucken wir mal. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich habe nämlich nicht mehr so viel Vorrat an Sachen. Ich habe gerade keine Lust, schon wieder hier alles umzuschichten. So, Eisen. Rahmen. Verdammt. Ich nix haben, ne? Ne, ich nix haben. Ich hab gerade keine Lust, schon wieder alles umzuschichten. Ein KK. So. Pass auf zu. Das ist sehr gut. Ich halte gebührenden Abstand von Dingern. Ich habe sehr viel Respekt bekommen vor Kieseln. Auch mal rein da. Guck, da kriegt ihr heute mal mit, wie ich hier schmelze. Ist doch super, oder? Kurz mal AFK Einkaufsliste für Ehemann morgen schreiben, damit er einkaufen kann, während ich meine 4 Stunden arbeiten gehe. Betriebliche Wiedereingliederung hat schon was für sich. Dankeschön, Roger. Sie hat auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf, aber man kann damit schon ganz gut arbeiten. Ja, überlegen, ob ich hier wirklich noch ein Groß Druck und Temperatur dran baller.
Mal gucken, mal gucken. So. Wir brauchen mehr Temperatur. Da sind wir bei 400. Komm, dann schmeißen wir noch mehr rein. Fünfzig, 500. Ja, jetzt brauche ich das Setup nur ungefähr noch so 5-6 Mal. Also dann brauche ich nicht so eine schöne Aufteilung und alles, aber noch 5-6 Öfen und dann könnte ich zum Beispiel Eisen automatisch schmelzen oder Kupfer. Zumindest die Standardsachen könnte ich dann ohne Probleme. Aufsteigt der Druck gerade. Ah, cool. Wieder irgendwie falsch gedreht. Ja, damit komme ich immer noch sehr oft durcheinander hier. Naja. So, komm, schmeiß mal raus. Ist ja schon mal ein bisschen vorgeheizt hier. Kann ich zur Not noch ein bisschen mehr einschmelzen. So, was hat man gesagt? Wir brauchen noch Gold und Kupfer für das andere Moped. Gold. Müsste ich eigentlich auch noch mal genug da haben? Ja. Hat er. Naja, das Coolere wäre nur noch wirklich eine Möglichkeit, ganze Gürtel da reinzuschmeißen und wird automatisch entpackt oder so. Das wäre ganz geil. Dann bräuchte ich diesen Schund hier nicht machen. Nicht so viel. Ich wünsche mir eher einen Packer, der Dinge in einen Gürtel packt. Oh nein, gibt's das nicht? Oh, ich bin jetzt fest davon ausgegangen, dass es das auch gibt. Oh no. Wirklich? Das ist ja voll doof. Das gibt es nicht. Ich bin da fest von ausgegangen. Oder nicht? Warum? Was soll denn das? Warum gibt es einen Gürtel-Entpacker, aber keinen Packer? Das ist ja voll der Quatsch. So, Kupfer braucht man noch. Den Stahl brauchen sie, wir im Arsch. Schauen wir mal, nee, so ein Packer gibt es nicht. Das ist wirklich schade. Das wäre halt schon geil. Das wäre halt richtig schick. Da gibt es auch keinen Mod für. Das ist ja wirklich schade. Schade, 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 schade. Roger? Du? Sag mal. Du machst doch zwischendurch Mods. Weil ich jetzt genau 500 reingeworfen, gibt's ja gar nicht. Weggeduckt. Was soll denn das? Wie wird sich nicht weggeduckt? Roger, du hast doch so Erfahrung. Genau. So sehe ich das auch.
interessant. Der Filter läuft wieder. Ja, was heißt wieder, ne? Läuft immer noch. Also hier sagen wir 40 mpa drin. Was wir jetzt mal machen könnten, wäre mal ein bisschen ablassen. Also müssten wir eigentlich nicht tun, aber mal ein bisschen ablassen und mal gucken, was passiert. Dann müssten ja eigentlich jetzt die Filteranlagen. Oh ja, sie gehen aus. Dann schauen wir mal, was draußen passiert. Das müssen wir auch nochmal kontrollieren, ob das alles so gut läuft, wie es soll. Ich hoffe doch. Ich muss dringend was an der Performance machen. Das ist sehr furchtbar im Moment. Ach, Bernd macht da unten wieder Quatsch. Wir haben übrigens mittlerweile 35 mpa hier drin. So, hier sind wir bei 209 Grad. Durch das bisschen Ablassen gerade tatsächlich schon wieder. Das heißt, die beiden Kollegen sind jetzt hier voll am Ballern, ne? Yes. Ja, sehr cool. Funktioniert alles. Ist ja optimopti. Sehr cool. So, Bernd ist da unten schon wieder am Rumstottern. Er hat wieder leichte Problemchen. Also eigentlich will er aber dann doch nicht. Bernd, du nervst. Schwöre. Wenn ihr ein 3D-Modell dafür baut mit dem ganzen Schnickschnack, würde ich mich tatsächlich dafür mit einsetzen. Ein 3D-Modell dafür baut? Was meinst du mit dem ganzen Schnickschnack? Bernd, du nervst! Was ist mit dir? Er hat irgendwelche Probleme. Und er hat schon wieder nichts rausgeschmissen hier. Bernd ist doof. Oder liegt hier was? Nein, hier liegt nichts. Wolltest du mir jetzt erzählen, du hast die ganze Strecke da gegraben und du hast nichts mitgebracht? Der lügt doch. Wo ist mein Loot, verdammt? Bernd ist voll der Lügenbold. Brauchen hier ein Gerät mit zwei Eingängen und einen Ausgang. Anzeige, Hebel und so weiter. Okay, gibt es so ein Gerät schon? Nee, zwei wäre cooler, Jonas. Dann kannst du quasi eine Transportschiene machen mit Gürteln und eine mit dem Stuff, der da rein soll. Und eine zum Ausgehen. Das wäre schon cooler. Aber gibt es so ein Gerät nicht schon? Gibt es keine Gerät mit zwei Eingängen? Ja, okay, Moment, denke mal kurz nach. Was gibt es denn da zu denken? Das ist schon das Sinnvollste. Auch ein Gerät, Gürtel in Gürtel. Kenne aber kein Gerät, dass das noch... Ja, okay, aber das 3D-Modell müsste ja... Der Sorter ist sowas, aber verkehrt herum. Das ist ja erstmal Wurst. Aber es gibt ein Gerät mit drei Ein- bzw. Ausgängen. Und das kann man ja dafür dann nutzen. Also so rein optisch erstmal. So, musst du das jetzt da rein? Nee, von Gold mussten hier rein. Dann habe ich das Teil da. Aber wieder ein Werkzeug, was mir bei mir rumfliegt. Ja, der Sort hat einen Eingang und zwei Ausgänge. Ja, guck mal, dann würde das doch optisch schon mal gehen. Müsste man da ein bisschen dran rumtüdeln. Das war mit Unity, ne? Man wohl irgendwie hinkriegen. Also da hat man ja quasi schon ein fertiges Modell, muss ein bisschen dann rumfrickeln und dann läuft das schon.
Hat aber keinen Hebel. Und wofür brauchst du einen Hebel? Wofür brauchst du einen Hebel? Mir geht das Gepiepe gerade auf den Sack. Roger will eins. Ja, okay. Aber auch einen Hebel kann man sich ja aus einem anderen Modell da einfach dran tüdeln. Ich sag die ganze Zeit einfach dran tüdeln. Aber tendenziell ist ja alles schon gegeben als Modell. Man muss halt ein bisschen schnibbeln, woanders wegnehmen und da dran nehmen. Sagt das wieder, dass wenn das wieder so popel einfach ist, ist es aber auch nicht. Tut mir leid. Ja, aber es ist wenigstens schon mal irgendwas gegeben. Ich glaube, das ist halt ganz hilfreich. Da muss man das Rad halt nicht komplett neu erfinden, ne? Aber ganz ehrlich, wahrscheinlich ist das auch wieder nur so eine Geschichte bei mir, die tatsächlich irgendwie so das Middle Game so betrifft. Wahrscheinlich ist es nachher sowieso Wurst, weil man... Ja, weiß ich nicht. Ja, obwohl, selbst wenn man es schmilzt oder schmelzt nachher, muss man es ja irgendwo hinpacken und das... Also selbst die Barren fliegen ja dann später rum. Oder? Oder kann man es automatisch in Schränke? Nee, kann man mit Sicherheit nicht, glaube ich nicht. Ich meine, dann hat man nur noch die Gürtel da rumfliegen, aber es sind halt immer noch, keine Ahnung, wie viel Sachen weniger, die da rumfliegen, als wenn man es jetzt einzeln hätte, ne? Achso, ja, vielleicht wäre es auch noch ganz gut, wenn ich die Dinger da wieder reinpflanze. Hat Sinn. Gibt ein Gebäude, wo man es reinspeichern kann. Okay. Ja gut, da wisst ihr natürlich mehr als ich. Samen können auch hier bleiben. Es müsste halt einfach so wie bei... Eigentlich bräuchte man so wie bei Satisfactory einfach so einen Lagerbehälter. Wo man einfach alles reinlaufen lassen kann. Und es sortiert sich einfach, es deckt sich einfach selber. Sauerstoffstand niedrig. Also gleiches deckt sich einfach selber. Kritisch. Das wär doch das ultimativ Schönste, oder? Und zufällig ist dieser Lagerbehälter nur ein Frame groß. was wollte ich eigentlich? Ich habe irgendwo für Eisen produziert, aber ich weiß nicht mal mehr wofür. Jetzt habe ich 8000 Schächte im Inventar, weiß aber nicht mehr was. Träumen weiter. Ja, ich weiß, dass es nicht kommen wird, aber... Schon cool. Ja, was aber eigentlich aber nicht für Barren wäre ja zu einfach. Sonst ja. Ich wollte Frames bauen, genau. Einfach nur Frames. Einfach nur Frames wollte er haben. Das ist ein Riesenproblem, weil er nichts hat. Es gibt Speicherlösungen. Raketenheilspeicher, Raketengasse. Auch Raketen, da freue ich mich auch schon drauf, ne? Okay, da drüber finde ich nichts. elektronische Teile, ja, und ich brauche noch. Ich brauche auch noch Stahlplatten. Ja. Ein paar Stahlplatten war ja auch noch.
glaube, das reicht erstmal. So, Stahlplatten. Stahl. Nee, Stahlbleche. Platten war bei Satisfactory. Könnte man noch speichern, also in echt. Ahnung. Kannst du überall speichern. Kannst auch einen Rucksack schmeißen. Kannst du auch eine Hosentasche stecken, wenn du Bock hast. Was weiß ich? Keine Ahnung. LKWs. Marslande-Rover. Keine Ahnung. Kannst halt überall irgendwie was reinspeichern. Ja, als Gebäude, was feststeht. Gebäude. Container. Nö. Keine Ahnung. Was? Nee, passt nicht. Lager? Ich will es nicht wissen. Wer sich jetzt gerade hart auf die Finger... Hey, er ist wieder da. Oder habe ich ihn nicht losgeschickt? Kann auch sein. Hast du jetzt mal irgendwie Loot für mich? Oh, was eine Sau. Was ist da Phase? Warum kriege ich keinen Loot? Hängt das hier irgendwie dazwischen oder so? Das kann doch nicht wahr sein. Gib mir mein Loot, verdammt. Langsam werde ich wütend. Bernd ist voll der Arsch. Jetzt gib mir meinen Loot, du Sau. Moin, oder doch eher Abend. Hallo Cäsar, ich grüße dich. Ja, Jonas, was ist denn da los? Dankeschön für das Geschenksab. An den Cäsar, vielen lieben Dank. Jetzt mal ohne Spaß, ne? Was ist hier mit Bernd los? Bernd nervt gerade hart. Der ist auch nur am Rumstreiken. Hat jemand eine Idee, was damit los ist? Bin ich zu doof? Kann es sein, dass der Buddelbär auch keinen Millimeter weiter gebuddelt hat? Keine Ahnung. Das könnten wir kontrollieren. Ich denke, die sind nicht mehr ganz... Was? Die sind nicht mehr ganz, ganz... Eigentlich fährt er bis zum Ende der Map, aber anscheinend bricht er immer nach einer Weile ab. Vielleicht sollen wir einfach mal eben speichern und mal eben ins Hauptmenü gehen und wieder laden. Vielleicht behebt es das Problem ja. Zum Verlassen. Denn wäre ganz cool, wenn das heute noch irgendwie richtig funktioniert. Bislang war Bernd eher eine Enttäuschung. Ich will hoffen, dass Ernie es besser macht und nee, wisst ihr was? Wir benennen die einfach nach den Spezialisten hier. Der erste ist Bernie. So, hier, das ist Bernie. Bernie ist der, der nicht ganz rund läuft. So, jetzt kann ich mir das auch merken. Der nächste ist dann einfach Jonas und dann kommt Roger. Und der vierte im Bunde ist dann heute Cäsar. So. Jetzt ist wieder glatt meine Geschenkabos. So, wollen wir mal hoffen, dass Bernie jetzt hier richtig läuft. Gib mir ein bisschen auf den Keks. Also es wäre ganz nett von dir, Bernie, wenn du jetzt mal gleich hier Loot mitbringst. Komm, dann machen wir hier noch so Namensschilder dran. Direkt Lack, wenn die nicht richtig laufen hier. Nur Blödsinn machen. So. Wäre vielleicht sinniger, die erst zu setzen, ne?
Ich glaube nicht ganz rund. Ja, ja, was soll ich dir dazu sagen, Bernie? Ja, ist halt so, ne? Ich kann da auch nichts für. Also, irgendwas ist da nicht ganz. Irgendwas läuft da bei dir nicht ganz. Irgendwie, weiß nicht. Vielleicht hast du eine Schraube locker. Kannst dir nicht sagen. So. Wir haben alle einen Sprung, Bernie. Würde ich jetzt auch so sehen. Ist hier vernünftig weggesaugt? Anscheinend nicht. Ist sowieso hier noch richtig machen, wenn nicht jeder im Vakuum hinballern will. So, gucken wir mal. Aber vielleicht laufen die anderen ja gleich rund. Ich könnte die eigentlich auch schon mal ans Laufen kriegen, ja, ne? Schweißbrenner und Eisenblecher. Stahlblech. Ich hätte mich gerade schon mal an wie Bernie hier. So, der da braucht jetzt noch. So, dann Eisen und Stahl. So. Da haben wir sie, meine tapferen Krieger. Ach ne, es sind fünf. Oh, da fehlt da noch was. So, das ist Jonas. Das ist Roger. Das ist Celsar. Wer fehlt da noch? Können wir hinten. Das Schlusslicht ist der, ist der Damage. So. Oder möchte noch jemand anders hier ein Miner sein? Mit einer Schraube locker. Was? Schraube locker? Wie viel mir denn jetzt? Warten wir es mal ab. Vielleicht funktionierst du ja jetzt ordnungsgemäß. Da musst du jetzt aber auch Schilder ranbauen. Ja, kann ich ja so machen, ist ja kein Problem. Erstmal brauchen die Strom und dann müssen die laufen. Ja, dann können die einfach ein Wettrennen machen hier, die Jungs. Überlegt euch das mal. Mit LED-Anzeige, das geht nicht, Schunkern. Noch nicht. Ich muss noch eine Mod dafür installieren. Das geht übrigens auch erst, wenn die Computer dann da sind. So. Feuer, 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 Feuer und auf geht's. Run, 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 run. Oh! Die Karawane zieht weiter. Ah, ne, das ist. Ne, Karawane wäre nacheinander, ne? Ah, ein Kopf an Kopf rennen. Mal schauen, wer als erstes zurückkommt, hat gewonnen. Mein gut. Ja, Bernie hat ein bisschen Vorsprung, aber wenn Bernie zurückkommt und nichts ausliefert, dann hat er verloren. Schon ein bisschen weird aus. Kommt Bernie eigentlich schon wieder zurück? Bernie, du nervst. Ich muss mir einen anderen Ton angewöhnen, wenn ihr jetzt richtig heißt. Route 2.
Der kann da durchbuddeln, ne? Ich habe echt ein bisschen Angst hier vor dem Loch. Da kann man eine unterirdische Base machen. Ja, könnte man. Was meinst du? Was wird? Was wird? Hör, ich bin richtig gut im Bohren sammeln. Warts ab. Ja. Also bisher hast du... Tja, wie sagt man das am besten, ne? Im Zeugnis würde stehen, er war stets bemüht. So, wo ist mein... Was habe ich ignoriert, Jonas? Mal bei den Miner-Stationen. Was denn? Was zur Hölle? Was ist denn das? Ihr habt alle voll die Schraube locker. Jetzt kommen die alle wieder zurück. Ich hoffe, ihr bringt auch was mit. Aber. Also wenn Jonas jetzt was mitgebracht hat, dann hat Jonas gewonnen, ne? Also Jonas, der ist einfach vor Bernie wieder da. Boah, jetzt spuckt auch was aus. Ich schwör's euch, ich schmeiß euch alle in den Recycler, ne? Ey, Jonas hat einfach gewonnen. Guck mal, der kackt direkt was aus. Und Jonas fährt auch direkt wieder los. Bernie ist einfach broken. Der ist einfach kaputt. Guckt ihn euch an. Der ist einfach... Der ist auf jeden Fall irgendwo eine Schraube drin locker. Bernie ist voll im Arsch. Da geht gar nichts. Guck mal, alle anderen haben was rausgeschmissen. Nur Bernie nicht. Bernie muss wohl zum TÜV, ich glaube auch. Wobei, ganz richtig sieht das hier auch nicht aus, ne? Was ist das hier für ein Quatsch? Was ist das hier? Erstmal, Bernie wird jetzt erstmal abgebaut. Bernie wird neu gebaut. Also, geht gar nicht. Da hat man nochmal neu. Da sind zwei ineinander gebaut. Wie soll ich das denn gemacht haben? Okay. Wir laden nochmal. Und dann bauen wir auf jeden Fall Bernie ab. Kann ich mir ja nicht ansehen, das Trauerspiel da. Schön, wenn man in der Küche steht und Conny einfach nur motzen hört. Ja, ist... Ach, jetzt kannst du plötzlich fahren, ne? Da droht man dem einmal, den wieder auseinanderzunehmen. Die sind ja trotzdem Ritt, ne? Du hast zweimal gebaut? Wie soll ich denn zweimal gebaut haben? Ich hab doch nur... Hä? Ich hab hier nichts zweimal gebaut. Ja, was mache ich jetzt? Nehme ich das jetzt auseinander? Lasse ich das so? Keine Ahnung. Es ist übrigens so, dass sie die realen Dinger hier rausschmeißen, ne? Das, was die da meinen, schmeißen die auch raus. Passiert manchmal im Game, kannst du abbauen, sind Bonus. Oh, cool. Nehme ich. Wo ist mein Werkzeug da? Okay. Also Jonas läuft 1A. Der tut's. Bernie? Weiß ich noch nicht, wie der so läuft.
Okay, der hier ist RIP, den bauen wir auseinander. Klingt zu viel, jetzt kriege ich den nicht mal auseinandergebaut. Was zur Hölle nochmal? Das Spiel will mich heute hart verarschen. Was denn hier Phase, ey? Wie kriege ich es denn wieder weg? Kann ich die Sorgen dann mal nehmen? Ich könnte den hier mit einer Handbohrmaschine auseinandernehmen. Spielt das eine Rolle? Bauen? Nein, ich will kein Bömmchen bauen. Warum wollten? Nein, wir bauen keine Bömmchen. Okay, die sind wirklich gerade kaputt. Ja, voll! Ja, das ist Jonas. Jonas ist der Einzige, der vernünftig funktioniert. Was ist mit Bernie? Bernie kommt zurück, oh je. Hier ist nicht mal einer losgefahren? Hell? Ne, der ist nur bis da gekommen, ne? Ja, also Roger habe ich gerade abgebaut. Wenn die Kollegen sind... Die kann ich nicht abbauen? Okay. Oder hat er keinen Strom mehr? Doch. Weil dein Bömmchen würde deine Probleme in Luft auflösen. Ja. Jonas. Ja, guck mal, der Jonas, der schmeißt wenigstens mal was raus hier. Aber wie viel ist denn das? Ja, aber auch nicht so wirklich, ne? Sieben. Ernsthaft? Jonas, in dich passen... Das ist Jonas auch Fratze. Oder? Bernie kommt zurück. Geht mal schnell gucken, ob Jonas da hinten Probleme hat. Nö. Bin halt jemand, der ungerne viel trägt. Hast du denn jetzt nur sieben mitgebracht? Also wenn das nur sieben sind, ne? Also kein guter Oni-Duke, ne. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, Roger. Ich wollte jetzt nur mal gucken, was Bernie so treibt hier. Bernie ist... Der hat halt einfach eine Schraube locker. Oder hat sich ein Virus eingefangen? Kann auch sein. Er möchte gerne andocken, aber es funktioniert nicht. Guck, wie das aussieht. Er möchte gerne andocken, aber es geht einfach nicht.
Hier, wir gehen nochmal. Speichern nochmal und dann gehen wir nochmal raus. Und dann kann ich so hoffentlich nochmal. Okay, jetzt kriege ich hier gerade auch wieder lustige Fehlermeldung. Jetzt auf eure Sachen da nicht weiter ein. So, Bernie. Was hältst du davon, wenn wir dich mal neu bauen, hä? Huh? So, und was haltet ihr davon, wenn ich euch Dombro neu baue? Tendenziell wäre das noch eine ganz coole Idee, oder? Jetzt lasst mich euch neu bauen! Ich hasse sie. Geil, kann ich jetzt zwei losfahren lassen? Ist jetzt eigentlich vorne weitergekommen? Wahrscheinlich nicht. Wohl oder übel mal fixen, schicken wir nach dem Stream ein Save. Bernie ist. Bernie fährt einfach nur bis zu dem Stückchen da und denkt sich da, nee, ist mir zu weit. Ich fahr nach Hause. So weit von zu Hause weg will ich auch nicht sein. So, Bernie wird jetzt abgebaut. In der Hoffnung. Ist mal auf, jetzt explodiert das gleich das Ding, weil da so viel Zeug drin ist. Ah ne, Bernie hat ja gar nicht großartig was gemacht. Mahlzeit, was habe ich verpasst? Oh, wir haben so ein bisschen das automatische Meinen angefangen. Und die Kollegen haben gar keinen Bock auf mich. Bernie hat Probleme mit dem Andocken. Die anderen drei sind inklusive dir, sind irgendwie komisch. Warum war ich schon wieder ein Ding? Oh. So, Eisenbleche. Stahlbleche. So, Bernie ist wieder am Laufen. So, Bernie. Wäre es cool, wenn du einfach funktionierst. Was? Du hast die Miner nach uns benannt? Sauerstoffstand ja. Niedrig. Sauerstoffstand kritisch. Stimmt das gar nicht. Beruhige dich. Ich bräuchte für den Einkaufszettel noch ein paar Ideen für warmes Essen. Aber mir fällt nichts ein. Pizza. Pizza. Ah, Pizza gibt's auch. Okay, irgendwer hat was mitgebracht, was ausgegast ist. Go, Bernie! Go! Bin sehr gespannt, ob er es schafft. Nein, ihr sollt zurückkommen! Na, oh, ich wollte euch doch abbauen.
Ja, schaut, ich kriege immer weiter Teilchen daraus. Probieren das nächste Werkzeug. Mann. Ach Mann, das ist echt ein bisschen doof. Das ist wirklich ein bisschen doof. Ist das mit Strom zusammenhängen? Könnte versuchen, nur den unteren Rahmen abzubauen. Da findet man ab und zu noch Solo-Teile. Oh, da war was. Okay, vielleicht kriege ich hier wieder was gepackt mit den Dingern hier. Ist das? Das ist Jonas. Das ist der einzige, der richtig funktioniert. Der Rest ist kaputt. Okay, das ist äußerst schade. Jonas ist gerade auch irgendwie ein bisschen Fratze. Der fährt auch schon wieder nicht mehr los. Savegame und alle Oger löschen. Sorry, ne? Ja, scheiße, ey. Was ist eigentlich mit Bernie? Ist Bernie noch da? Ich höre nichts mehr von Bernie. Okay, Bernie ist auch nicht weitergefahren. Der juckelt immer noch nur bis zu seinem Plätzchen da und dann war's.
Irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Mal ein bisschen Dreck an seinem Plätzchen. Bin ganz ehrlich, wenn das hier. Anzug kritisch. Druck kritisch. Sauerstoffstand kritisch. Bewusstsein niedrig. Komm hier nicht mehr weg. Sind meine Sachen. Bewusstsein kritisch. Wow. Temperatur kritisch. Batteriestand kritisch. Okay, die Dinger sind gerade aber auch hart zum Kotzen. Was ist denn das für ein Müll, ey? Hier rennen gerade auch Fehlermeldungen ohne Ende durch. Cool, jetzt habe ich hier eine Wall auf Fehlermeldungen. Oh Mann! So ein bisschen Bugs sind ja manchmal ganz lustig, ne? Aber es gibt auch so Momente, wo es dann einfach nur nervt. Jetzt das Hauptmenü. Ja, es ist. Da habe ich gerade meine ganzen Windräder gesehen. Hallo Volume, ich grüße dich. Übrigens, das wurde uns schon zwischendurch irgendwann geschrieben. Tut mir leid. Dass ich dich nicht begrüßt hatte. Zu so später Stunde noch, wie kommt's? Mhm. 43. Ja, wir nehmen 38. Okay, das hat anscheinend irgendwas gebracht hier. Weg mit dem Müll. So, Jonas war auch verbuggt, ne? Ich baue sie jetzt alle ab. Jetzt eine Chance. Wenn nicht, landet ihr im Recycler. Schwöre. So. Oh Gott, hat das Spiel rumgesponnen, ey. Ja, ich werde den Spiel hier noch nicht gesehen. So was. Generell fand ich eigentlich, hat Station Gears sehr wenig Bugs bisher gehabt. Also ihr habt mit Sicherheit mehr gesehen als ich, aber... Ah, hallo.
Einfach mal das Spiel neu starten, das hilft. Benötigst du den Tunnel, Conny, wenn nicht lieber direkt schreddern? Was meinst du? Warum sollte ich das jetzt direkt schreddern? So. Fangen wir mal an. Bernie. Dann haben wir Jonas. Roger. Cäsar. Und Damage mit dem Schlusslicht. So. Erstens die Teile. Wo ist mein Schweißgerät? Dann Eisenbleche. Und Stahlbleche. Immer Damage. War da nicht immer was von dir mit nicht spoilern und so? Ja, natürlich. Außerdem, ja, ich weiß, dass das Dinger nur begrenzt Reichweite haben. Aber ist doch Wurst. Lass mich die doch einfach bauen. So. Gucken wir mal. Da rennen sie wieder los. Um die Wette. Vielleicht. Aber ich Mad Max begrüße, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Nicht jeder kann perfekt sein und alles auf Anhieb richtig machen. Was Damage nicht weiß, ist wahrscheinlich, dass da da oben ja auch schon der andere Bohrer steht. So. Da fahren sie wieder, die Jungs. Diesmal sieht's auch gut aus. Gucken wir mal, wenn sie wieder zurückkommen. Ja, was effizient ist und was nicht und so weiter und so fort, das werde ich irgendwann bestimmt auch alles rausfinden und überlegen, was ich nutze und was nicht. Aber am besten schaut ihr dafür auch an den kompletten Stream, wenn ihr das nicht mitbekommen habt. Weil dann kriegt ihr auch die ganzen Überlegungen mit, die wir hier vorher schon hatten oder die ich vorher schon hatte und auch erzählt hatte. Station Engineer schon mal gesehen. Ist Station Engineers in Minecraft Look, oder? Und mehr Freiheit beim Bauen, wie ich sehe. Das ist eigentlich nicht Minecraft Look. Weil dann würde ich es wahrscheinlich eher nicht spielen. Mad Max. Nee, aber eigentlich ein sehr cooles Spiel, dass das heute so buggy ist, ist eigentlich auch sehr ungewöhnlich gewesen. Bisher hatte ich eigentlich relativ wenig Bugs. Naja, ist aber nicht 3D-Realismus-Look. So ein bisschen Voxel-Grafik. Ja, gut, es ist nicht ganz rund, aber es geht. Also... gibt hier auch andere Teile, ne? Und finde aber, es hat nicht so einen Minecraft-Look. Oh, da ist der Sturm. Ne, finde ich aber in keinster Weise. Dass es halt mal ein bisschen kantiger aussieht, gerade in den Abbaudingern, finde ich okay. Also, gibt ganz anders. Das ist ja eigentlich auch fast überall, ne? Dass du keine runden Kanten hast. Wenn du jetzt mal überlegst, so... keine Ahnung, was nehmen wir da?
7 Days to Die oder so, da hast du es ja auch nicht rund. Station ist ja für Minecraft-Look ist das Station nicht lobig genug in seiner Grafik. Nee. Denke ich auch. Ist er jetzt schon vorbei? Nee. Oh Gott. Ich sehe die nicht wegen dem Dingens. Okay, irgendwer ist hier. Aber ich kann ihn nicht sehen. Sie sind unsichtbar. Das dürfte Roger sein. Roger ist einfach... einfach einen Tarnumhang über sich geworfen. Ich glaube, Bernie ist hier. Ja, die sind auch alle nebeneinander am Fahren. Also Bernie ist direkt vor mir. Und Jonas? Jonas ist auch noch direkt vor mir, okay. Celsar auch noch. Ja. Okay, sind alle fünf sind noch vor mir. Ich habe gedacht, ich brauche vielleicht so eine Brille, die Phasenverschiebung sieht oder so. Warte mal, ich habe eine Idee. Boah, das wäre jetzt die Härte gewesen, oder? Wenn die da gewesen wären. Bernie! Bernie fährt wieder zurück! Und Jonas auch! Die fahren alle wieder zurück! Ihr kleinen Scheißer, warum tut ihr das? Aha, haben wohl tatsächlich eine Max-Reichweite. Aber warum? Ich dachte, es gibt keine Max-Reichweite. Kannst du das mit dem GPS ausmessen? Ich glaube, Bernie schiebt gerade. Ja, ich glaube, Bernie schiebt. Bernie, hör auf mich zu töten. Bernie, ey. Das war ein Attentat auf mich. Habt ihr das gesehen? Mensch. Da habe ich den Bernie heute ein bisschen zu viel geärgert. Kam die Rache. Oh Mann! Okay, keine Ahnung. Kann ich sie wieder sehen? Ja, jetzt kann ich sie wieder sehen. Ist der Sturm vorbei? Ja, der Sturm ist vorbei. Okay, bei Sturm machen sie sich unsichtbar. Das war aber jetzt echt gemein von Bernie, muss ich mal ehrlich sagen. Ich hab nichts gemacht. Doch. Hast du? So. Die Richtung, ne? Ja, wie kann ich das denn jetzt am besten messen? Wartet. Ich könnte das mit den... Ne, ich habe keinen Tracker dabei. Perfekt für eine Base im Untergrund. Ja, also schieben können die wohl, ne, die Jungs. Aber wenn die wirklich nur das kleine bisschen hier fahren, sind die leider für mich komplett nutzlos.
Eine GPS-Karte nehmen für... Ja, okay. Nicht nur das GPS-Modul, das sich... Es gibt ein GPS... Also, das ist jetzt nicht das Sender-Ding, oder? Lass mich durch. Ernie. Ah, danke. Diesmal hat er mich auch nicht zerquetschen wollen. Obwohl, der Wille war da. Checker ist nicht dasselbe wie GPS. Okay. Genschnitt. Okay, aber ich denke, es ist genug. Hat sich denn jetzt vielleicht einfach nur was in der Übersetzung falsch eingeschlichen? Oder woran liegt das jetzt, dass die nur so eine Reichweite haben? Oder war es vorher schon so komisch übersetzt? Beziehungsweise steht es im Englischen auch falsch? Oder woran lag das jetzt? Würde mich halt jetzt schon interessieren. Diese Rieselmenge Kupfer hier. Komm, schmeiß mal raus. Ach, hier ist das neue Werkzeug. So. Jetzt haben sie irgendwie alle Probleme. Hat die irgendwie besoffen oder so? Nee, okay. Alle haben Probleme. Nur Roger, der chillt. So. Minus 5, minus 8, 39. Minus 5. Heißt, ja, wahrscheinlich 120. Also wahrscheinlich 120 Felder. Ja, okay, aber dann sind die Dinger genauso nutzlos wie die vertikalen. Sehr schade. Aber nicht zu ändern. Ich meine, ich könnte euch hier noch als Maskottchen so weiter rummachen lassen. Ich stell dir mal vor, die würden jetzt gleichzeitig ganz schnell losfahren, ey. Super. Sieht noch ein bisschen wütend aus. Die fünf Jungs hier. Ja. Damit sind die Jungs leider wirklich nutzlos. 120 Felder ist halt, ja. Wenn die jetzt wirklich bis zum Ende hindurchgefahren wären, ne? Pff, gut, dann wäre halt immer mal wieder was gekommen. Wäre okay gewesen. Hätte ich mitleben können, aber so ist es halt nutzlos. Macht keinen Sinn, da bist du ja nur am Umbauen. Ist halt Quark. Quark mit Soße. Ja, schade, schade, schade. Aber gut, dann haben wir unseren Weg. Der Weg ist erstmal definitiv hier mit dem Mopeds. Die finde ich auch sehr cool.
die machen auch wirklich gut Zeug hier. Also, ich meine, das ist jetzt hier noch alles semi-optimal. Ne? Da kümmern wir uns nächstes Mal drum. Ich werde mal zusehen, dass die Sachen noch safe. Und ja. Sind nicht Nutze, sind halt Tunnelbohrmaschinen, wenn du viel Dreck bewegen möchtest, ohne alles mit der Hand zu buddeln. Ja, okay. Aber der eigentliche Zweck von ihnen ist ja was anderes. Naja, gut. Nichtsdestotrotz haben wir gut was geschafft, zumindest Erkenntnisse. Das Ding ist cool, der Rest ist Müll. Tut mir leid, ich muss euch leider abbauen, Jungs. Ne? Auch wenn ich euch gerne hier behalten hätte, aber ihr seid irgendwie noch nicht ausgereift. Das funktioniert auch alles sehr gut. Mittlerweile dürften wir auch wieder 160 Grad haben und die Filterung dürfte laufen. Ne? Ja. Sehr schön. Da können wir auch noch mal kurz drüber gucken, wie es hier aussieht. Ja. 164 Grad. Alles tutti. Läuft. Polluted wird noch aussortiert. Lachgas haben wir schon raus. Sehr schön. Tust. Also, das läuft alles. Sehr, sehr, sehr schön. Hier haben wir jetzt 170 Grad drin. Auch sehr gut. Jut, 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 jut. Selbst in der Zeit vor den DeepMiner waren die anderen beiden nur Grabungswerkzeuge. Okay, wie heißen sie denn auf Englisch? Fragen wir mal so, wie heißen sie auf Englisch? Die Namen sind dieselben. Okay, und wie ist die englische Beschreibung? Steht in der englischen Beschreibung, sie sind dafür da, um Tunnel zu bohren? Oder steht in der Beschreibung, sie sind dafür da, um Ressourcen zu sammeln? Hier ist das jetzt... Ich habe hier natürlich jetzt nur die deutsche Geschichte und die deutsche spricht eher für ein tatsächliches Minenfahrzeug. So, kann natürlich sein, dass Jonas da halt ein bisschen was dabei geschrieben hat, was im Englischen vielleicht nicht so heißt, weiß ich nicht. Ist auch im Endeffekt Wurst. Nur zum Thema Space Engineers. Das ist die nächsten 3 Tage for free. Ich habe leider in den nächsten 3 Tagen. Ja. Odin. Oh, verdammt. Scheiße. Haben das hier schon viele gespielt, Space Engineers? Er hat schon gut was weggekriegt, ne? Nicht übrigens ganz interessant. Das Ding ist ein unendlicher Speicher, ne? Da kann ich einfach alles reinballern, was ich will. Es ist einfach ein unendlicher Speicher. Ich habe schon lange aber noch nie gezockt, war mal free, also habe ich es mir geholt. Odin, ist das quasi danach geschenkt oder ist es wirklich zum Testspielen die nächsten 3 Tage? Keine Werbung, Odin. Nee, da ist ja keine Werbung. Alles gut. Das war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint.
Muss aber noch weniger an die Hand genommen. Ja, gut. Nur die 3 Tage mit Steam, okay. Boah, ja, weiß ich nicht. Tendenziell eher schwieriger Zeit. Ja, muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Vielleicht und quatschen wir auch noch mal im Discord. Vielleicht gucke ich es mir auch noch mal an. Wenn es mich irgendwie stören sollte, dann nicht. Aber wenn es mir dann zusagt, werde ich wohl wahrscheinlich eigentlich doch wohl irgendwie reinsuchen müssen. Und es ist auch 4,99 €, also billig. Oh. Doch nicht sowas mit mir. Wann denn noch? Naja, gut. Erkenntnisse des Tages. Es wird der Bohrer erstmal. Finde ich ganz interessant, die Geschichte. Hilft uns auch bei den nächsten Sachen, die sowieso angestanden hätten. Computersortierer, blablub, Verpacker und so weiter und so fort. Ganz coole Geschichte eigentlich. Das werden wir uns dann beim nächsten Mal den ganzen Gedöns hier widmen. Da freue ich mich auch drauf. Aber endlich mal wieder was, wo wir ein bisschen dran rumbasteln können, wo ich noch nicht so ganz viel zu weiß. Mit Optionen natürlich auch auf die Gaszentrifuge. Dann werde ich auch mal mein H2O2 gemischter Quid. Ja. Ich glaube, das ist ein netter Plan fürs nächste Mal, dass wir uns den ganzen Klimbim dann mal anschauen. Und ja, dann würde ich sagen, an die lieben YouTube-Zuschauer, Dankeschön fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, ein Like nicht vergessen. Gerne auch kommentieren, was ihr zu der ganzen Problematik hier mit Bernie, Roger, Jonas, Cäsar und Damage zu sagen habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüssi!